Das ist mein Zimmer. Danke, dass du mir geholfen hast, es zu finden. Oh, mit Vergnügen. Nun, ich muss los. Wir sehen uns. Tschüss. Heiliges Einhorn. Das ist ja furchtbar. Das sieht nicht wie ein Zimmer aus, eher wie eine Müllhalde. Ja, Studenten und Sauberkeit sind unvereinbar. Puh, das kann ich mir nicht ansehen. Mir wird schlecht. Warte, so ist es besser. Die Welt sieht durch eine rosarote Brille immer besser aus. Ich kann mir vorstellen, wie hübsch mein Zimmer nach ein paar Renovierungsarbeiten aussehen wird. Also machen wir eine Liste, was ich kaufen muss. Rosa Bänder, rosa Farbe, viel rosa. Ich habe einen Supermarkt gesehen, der nicht weit vom Campus entfernt ist. Das ist also mein Zimmer, hm? Wie konnten die Vorbesitzer hier mit so einer Beleuchtung leben? Grau, trist, langweilig. In so einem Zimmer dauert es nicht lange, bis man richtig deprimiert ist. Lasst uns etwas Helligkeit reinbringen. Es muss Licht rein. Oh nein! Offenbar ist die Verkabelung auf dem Campus nicht für so viele LEDs in einem Raum ausgelegt. Okay, lass uns einkaufen gehen. Ich hab's. Ich bin fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Dinge. Hm, welche dieser Farben sieht zarter aus? Ich hoffe, ich kann hier etwas finden. Oh, ein Neonroller. Ich habe etwas Farbe. Jetzt muss ich mir ein Werkzeug zum Malen aussuchen. Oh, eine rosa Walze. Hey, das gehört mir. Es ist so rosa, warum brauchst du es? Es ist tatsächlich Neon. Nein, es ist rosa und flauschig, das bedeutet perfekt für mich. Es hat einen neonfarbenen Griff, also ist es meins. Der Griff ist nicht die Hauptsache bei einer Walze. Hör mal zu, wozu brauchst du das? Nimm doch einfach keine normale Farbe, sondern Sprühfarbe aus der Dose. Weißt du, was das Richtige für dich sein wird? Ein Pinsel. Streiche sorgfältig alle Oberflächen. Hol eine Dose. Du bekommst eine Bürste. Sprühdose. Pinsel. Oh, schöne Rolle. Das reicht, ich nehme sie. Hey, wo ist sie hin? Jemand hat sie schon gekauft. Das ist wegen dir. Ich habe es tatsächlich zuerst gesehen. Ein Kawaii-Video. Autsch. Du schon wieder? Du wohnst auch hier? Oh nein. Es ist unwahrscheinlich, dass Neon-Vicky und die weiche Lucy davon geträumt haben, Mitbewohnerinnen zu werden. Aber es gibt keine andere Wahl. Beweg dich, Marshmallow. Beweg dich. Hör mal, wir wohnen doch zusammen. Wir müssen Frieden schließen. Ich habe ein paar Ideen, wie wir unser Zimmer einrichten können. Ich habe ein Vision Board auf Pinterest erstellt. Schau mal, was für ein süßer Schminktisch. Es scheint, als ob das Neon-Mädchen mit den Designlösungen ihrer weichen Mitbewohnerin nicht zufrieden ist. Ja klar. Tut mir leid, aber das wird nicht passieren. Diesem Plüsch-Albtraum werde ich niemals zustimmen. Zu viel Neon. Nimm deine Lichter von mir. Ich werde nicht tun, was du willst. Ich werde auch nicht tun, was du willst. Es sieht so aus, als ob die Mädchen nur eine Sache zu tun haben, nämlich ihr Zimmer in zwei Hälften zu teilen und ihren Teil in ihrem eigenen Stil einzurichten. Meine Hälfte wird cooler sein. Das werden wir ja sehen. Okay. Es ist Zeit für die Wände. Oh, wow. Sie sind rosa. Ich Glückspilz. Ich muss sie gar nicht streichen. Wunderschön. Was hat es mit Neon auf sich? Sieht nach viel Arbeit aus. Was? Schreckliche Farbe. Da ich die Wände nicht streichen muss, kümmere ich mich um die Dekoration. Nun, ich werde das für eine Weile entfernen. Zuerst werde ich mit den Wänden arbeiten. Ich werde sie in kräftigen, hellen Farben streichen. Da ist viel Platz für meine süßen Poster. Das gefällt mir schon jetzt. Es sieht toll aus. Lass uns weiterarbeiten. Nichts Besonderes. Ich werde stylische Wände haben. Das Neonmädchen Vicky war bei der Gestaltung ihres Teils des Zimmers sehr kreativ. Da fehlt noch etwas. Ich weiß. Lass uns das umreißen. So wird es noch cooler aussehen. Außerdem kann man nie zu viel Neon haben. Und los geht's. Schön. Je mehr hübsche Poster, desto besser. Und die hast du nicht. Siehst du? Hä? Haha! Was? Ich brauche deine Lacken nicht. Du verlierst sowieso. Oh nein! Okay, ich werde mir morgen etwas einfallen lassen. Ach, das war nur ein Traum und ich habe keine wandelnde LED-Mitbewohnerin. Oh nein, das war kein Traum. Meine Hälfte des Zimmers wird trotzdem schöner sein. Vickys Liebe zu LED-Lampen ist einfach grenzenlos. Jetzt gefällt es mir hier. Was ist das für ein Lacken, den sie mitgebracht hat? Wow, gut, dass der Markt alles hatte, was ich brauchte.
Warte nur, ich werde dieser Lampe zeigen, was ein richtiges Design ist. Der gewöhnliche Tüll sieht zu langweilig aus, aber mit rosa Schleifenbändern wird sie sofort 100-mal charmanter. Oh, das wird noch niedlicher aussehen, als ich dachte. Was ist das überhaupt? Das ist was. Das ist mein Betthimmel. Also schau zu und sei neidisch. Hey, was ist so lustig? Geh mit Puppen spielen. Wow. Das gibt's doch nicht. Na, wer verliert jetzt unser kleines LED-Mädchen? Wir sind hier noch nicht fertig. Stimmt, und du hast schon verloren. Oh, was ist das? Vicky, deine Farbe ist auf meiner Hälfte der Couch. Dieser Tropfen? Was soll's? Ich muss sofort etwas damit machen. Aber was? Ich habe eine Idee. Ich habe diese wolkenweiche Decke. Die wird genau richtig sein. Perfekt. Ich habe auch eine Decke, aber ihre Farbe ist normal. Deine ist zu einfach. Und meine hat sogar eine Schleife. Verbeugen? Moment mal. Ich habe Neon. Klar, weil du nicht genug Fantasie für etwas anderes hast. Das ist lustig. Wie ist dein Bandknoten jetzt? Mein Bogen ist sowieso besser. Oh, was ist das? Ihre Drähte sind auf meinem Teil. Das klappt nicht. Es sieht so aus, als könnten die Mädchen einfach nicht aufhören. Ein neuer flauschiger Teppich ist genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt muss ich ihn nur noch dekorieren. So, jetzt sieht es einfach zauberhaft aus. Herausforderung angenommen. Schön. Wie gefällt dir das, Softie? Noch ein paar rosa Federn und der Teppich ist fertig. Er ist kein Gegner für meinen. Stimmt, mein Teppich ist besser. Stimmt nicht. Mach dich bereit zu verlieren. Diese Lampe wirst du definitiv nicht bekommen. Da, das ist eine exklusive Sache. Komm schon, du wirst meinen Nachttisch zieren. Das gibt's doch nicht. Was soll ich mir denn sonst einfallen lassen? Ich weiß es. Ich werde einen Ball machen. Und los geht's. Weich, flauschig, rosa. Der süßeste Ball der Welt. Von so einem kann Vicky nur träumen. Es ist unwahrscheinlich, dass Vicky das Gleiche will. Aber sie kann auf keinen Fall eine Ballrolle bei der Schlacht auslassen. Deshalb habe ich eine bessere Idee. Ein Ball mit Neonstreifen. Voila! Schon wieder malen? Denk dir etwas Originelleres aus. Ach wirklich? Ich gebe dir mehr Original. Du wirst schon sehen. Ich mache etwas Großes. Liebes Tagebuch. Was hat sie denn vor? Sie sollte einfach zugeben, dass sie verloren hat. So leicht gebe ich nicht auf. Oh je. Halt durch, Vicky. Ich komme. Feuer, Feuer. Lösche das Feuer. Lösche es. Ich versuch's ja. Sei das nächste Mal vorsichtig. Es scheint, als wären die Mädchen in ihrem Kampf um die beste Raumgestaltung zu weit gegangen. Aber hat Vicky wirklich beschlossen, das zu machen, was sie vorhat? Oh, was macht sie? So peinlich. Das ist für dich. Wow, so eine schöne Lampe. Ich danke dir. Hör mal, Vicky, lass uns Frieden schließen, ja? Wirklich? Das werde ich gerne tun. Sieht so aus, als ob die Fehde der Mädchen endlich vorbei ist. Was denkst du? Hör auf damit. Die Tatsache, dass wir verschieden sind, macht uns nicht zu Feinden. Also, ja, keine Streitereien mehr. Lucy, lass uns eine Party schmeißen. Tolle Idee. Mein Outfit ist fertig. Wie findest du es? Du siehst toll aus. Wie gefällt dir mein Bild? Wow, fantastisch. Danke, ich habe es versucht. Nun, lass uns mit der Party beginnen. Los geht's. Ich bin sicher, es wird legendär sein. Darauf kannst du wetten. Wow, das ist so schön. Ich liebe Seifenblasen. Oh, hallo Freunde. Oh, du hast so ein cooles Zimmer. Ja, danke. Das ist total wahr.
Mädels, ihr habt den besten Schlafsaal. Hier würde ich auch gerne wohnen. Danke, Leute, wir haben wirklich hart gearbeitet. Jede von uns hat ihren eigenen Stil, also haben wir jeden Teil des Zimmers nach unserem persönlichen Geschmack dekoriert. Gut gemacht, Schwesterherz. Trotzdem ist es viel angenehmer, Freunde zu sein, als Feinde zu sein. Freunde, wie würdet ihr euer Zimmer umdekorieren? Beschreibe dein Traumzimmer in den Kommentaren. Tschüss!